Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wir sprechen heute mal über ein Tabuthema, nämlich die Sexualität. Und dafür habe ich mir heute eine klinische Sexologin eingeladen, Dr. Caroline Bischoff. Sie ist auch Fachärztin für Frauenheilkunde. Und wir werden mal schauen, was in unserer Gesellschaft so das Thema Sex macht. Welche Probleme gibt's? Über was haben wir für Hürden drüber zu sprechen? Und den ein oder anderen Tipp für zu Hause. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Caroline, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, schön, dass ich da sein kann. Ja, also ich freue mich ja sehr, mal eine Expertin in diesem Bereich hier zu haben, weil es scheint mir doch so ein bisschen ein Thema in unserer Gesellschaft zu sein, wo man doch Schwierigkeiten hat, darüber zu sprechen. Und aber erstmal würde ich mich natürlich freuen, dich kennenzulernen, weil unsere Zuschauer und ich, wir haben dich heute zum ersten Mal hier. Wie kamst du eigentlich dazu, dich in diesem Bereich wirklich so in die Tiefe zu beschäftigen, sodass du auch Therapeuten ausbildest sogar? Also es ist ja so, dass ich habe Frauenärztin gelernt und die Frauenheilkunde beschäftigt sich mit den weiblichen Geschlechtsorganen. Und die sind entgegen gynäkologischer Meinung nicht nur dazu da, um Krebs zu kriegen oder zu gebären, sondern die sind ja in erster Linie dazu da, um Sexualität zu haben und zu genießen. Und da ist mir dann bald aufgefallen, wie viel Schwierigkeiten die Frauen eben in dem Bereich haben. Und dass das ein Bereich ist, der gar nicht abgedeckt wird, der in der Medizin eigentlich gar nicht abgedeckt wurde. Damals hatten wir irgendwie im Studium 3 Stunden Sexualmedizin und das war's dann. Also es ein Bereich war, der wirklich noch überhaupt nicht ernst genommen wurde, der eigentlich kulturell abgewertet ist, wo aber sehr, sehr viel Leiden ist. Und ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die in irgendeiner Form an ihrer Sexualität eben leiden. Und darum hat es mich interessiert. Und dann habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich war auch in den USA und habe Sexologie studiert in San Francisco. Mhm. Wo sonst, oder? Genau. Und habe dann die Methode, die ich jetzt praktiziere, später kennengelernt. Das ist der Sexokorporell. Das ist eine Methode, die kommt aus Kanada ursprünglich. Die gibt's auch schon seit 40, 50 Jahren. Und darüber werden wir jetzt im Verlauf sicher noch sehr, sehr viel mehr sprechen. Ich habe das dann intensiv gelernt und habe dann auch schon in der Therapie früh angefangen, therapeutisch damit zu arbeiten und gemerkt, das ist viel wirkungsvoller als die tiefenpsychologischen Ansätze oder die systemischen Ansätze, mit denen ich auch schon so ein bisschen Erfahrung hatte. Und habe dann auch angefangen, selber Ausbildungen zu leiten und bilde jetzt in Deutschland und in der Schweiz Sexualtherapeutinnen in dem Bereich auch aus. Wo brennt's denn gerade so in unserer Gesellschaft? Was ist denn für dich so ein Punkt, wo du sagst, boah, da dürfen wir echt noch dran arbeiten? Also ich denke nach wie vor, ein Hauptproblem in der Sexualität ist eigentlich ein großer Mythos. Und der Mythos heißt, Sexualität ist natürlich. Das ist ein Mythos, der ist immer noch sehr weit verbreitet, dass die Leute die Idee haben, das muss irgendwie von alleine funktionieren. Also dass sie nicht das Konzept haben, dass man da auch was lernen könnte oder lernen sollte. Und ich denke, natürliche Sexualität ist das, was die Hunde machen. Ja, aber was der Mensch in der Sexualität macht und erlebt, das hat ja mit Eros zu tun. Und Eros ist Kultur. Und sobald wir mit Kultur zu tun haben, brauchen wir eigentlich viele, viele, viele Lernschritte, damit wir das auch schön können. Und leider wird das sexuelle Lernen bei uns kulturell einfach noch sehr wenig unterstützt. Also wenn wir Glück haben, wird es nicht behindert. Mhm. Ja, und wenn man zum Beispiel mal guckt, also das ist eben interessant, dass eigentlich schon Säuglinge anfangen, sexuell zu lernen. Also wir wissen zum Beispiel, dass schon 3- bis 5-monatige Säuglinge sich selber stimulieren können, genital. Das machen die natürlich nicht mit den Händen, weil die ihre Hände noch gar nicht benutzen können. Aber zum Beispiel durch Zusammendrücken ihrer Beine oder durch so rhythmische Bewegungen. Und das sind so Lernschritte, die dann später die Kinder ausbauen und die man dann im Teenageralter natürlich entdecken die Leute dann vor allem, was sexuelle Erregung heißt und fangen dann auch dem an, erotische Bedeutung zu geben. Das machen natürlich Säuglinge noch nicht. Die Säuglinge, die merken nur, das ist angenehm, wenn ich meine Beine zusammendrücke. Das gibt mir ein angenehmes Gefühl. Wenn die Eltern sowas mitkriegen,
sind die in der Regel nicht so begeistert. Mhm. Also wenn ein kleines Kind seine ersten Lauflernschritte macht, dann strahlen alle. Aber wenn der kleine Junge ins Zimmer kommt mit einer Erektion und sagt, guck mal da, oder dann sagen die, ja, steck das weg. Also dann ist noch weniger Freude in den Augen der Eltern. Oder stell dir mal die Situation vor, du hast ein Mädchen, das liegt auf dem Wickeltisch und wird gewickelt und spielt mit ihren Händen und die Mutter sagt, spielst du mit deinen Händen? Und dann spielst du mit den Füßen, spielst du mit deinen Füßen? Und dann berührt sie es an der Vulva. Und die Mutter verstummt. Mhm. Die sagt vielleicht nicht unbedingt, Finger weg. Aber das Mädchen merkt trotzdem, holla, Mami liebt mich da unten, Mami liebt mich da oben. Aber dazwischen gibt es eine Region, da liebt mich Mami nicht. Das sind sehr, sehr, sehr frühe Lernschritte, die eigentlich völlig unbewusst, die Mutter hat keine schlechte Absicht, aber das ist etwas, was sie selber noch in den Knochen hat von ihrer Großmutter und so weiter. Also es entwickelt sich so weiter, dass eigentlich Kinder schon früh lernen, wenn ich mich am Geschlecht berühre, ist es irgendwie so semi-okay oder vielleicht ist es auch nicht so ganz okay. Aber dann haben die Kinder einen Clinch, weil es fühlt sich ja so gut an. Ja, und dann machen sie es trotzdem. Und wenn Kinder was trotzdem machen, obwohl sie merken, dass die Eltern das eigentlich nicht gut finden, dann entwickeln sie Schamgefühle. Ja, ich schäme mich, ich soll es eigentlich nicht machen, aber ich mache es trotzdem, weil es fühlt sich doch irgendwie so gut an. Aber ich weiß, Mami und Papi haben das nicht gern. Und dann kommt die Scham. Und was wir einfach erleben, ist, dass auch im Erwachsenenalter noch sehr, sehr viele Leute zum Beispiel um die Selbstbefriedigung herum sehr viel Scham haben. Auch um die Frage herum, darf ich eine lustvolle Person sein? Darf ich Sex wirklich genießen? Viele Menschen haben noch Schamgefühle. Und ich denke, das kommt von so ganz frühen Prägungen, das kommt von ganz frühen nonverbalen Erlebnissen, sitzt uns allen tief in den Knochen, geben wir natürlich dann auch an unsere Kinder wieder weiter, obwohl wir es gar nicht wollen. Und das ist so ein bisschen, sagen wir mal so, das Grundsetting in der heutigen Zeit. Mhm. Dieses, ja, gibt es Kulturen, die das anders umsetzen, wo das Thema aus deiner Sicht gesünder gelebt wird? Ich weiß nicht, ob ich den Ausdruck gesund oder so brauchen wollen würde, weil das macht für unsere Kultur ja irgendwo auch Sinn. So. Also ich würde es nicht als krank bezeichnen. Okay, ja, aber es so war es jetzt auch nicht gemeint. Ja, genau, ja, aber, sondern, aber es ist vielleicht etwas, es ist etwas, was nicht... Es ist nicht unterstützend, sagen genau. wir mal so, was wir da ja. machen. Ja. Und es gibt Kulturen, sogenannte primitive Kulturen, also in Südsahara, wo die Oma dem kleinen Mädchen zeigt, mach doch so Selbstbefriedigung. Mhm. Zum Beispiel, das gibt es in sogenannten primitiven Kulturen. Aber in unseren Kulturkreisen ist mir nichts bekannt, dass da mehr Unterstützung grundsätzlich läuft. Die Prägung, die ja unsere Jugendlichen auch bekommen, in dieser sexuellen Aufklärung in der Schule. Ich habe ja immer wieder auch mit Jugendlichen gearbeitet. Dann steht dann im Buch so, das ist ein Penis, das ist eine Vagina und dung, dung. Also sehr maschinell. Da geht's auch gar nicht wirklich um Wahrnehmen, Fühlen. Und dann kommt natürlich auch noch diese Pornografie-Schiene, die, sage ich mal, auch sehr maschinell abläuft. Ja, da ist ja das Augenmerk jetzt auch nicht wirklich auf achtsames Wahrnehmen. Und was meinst du, was das da ausrichtet, gerade bei den jungen Menschen oder auch jungen Erwachsenen? Ja, also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ist also einerseits, dass unsere Aufklärungsunterricht in der Schule eigentlich immer noch zur Schadensbegrenzung, ja, so, oder? Ja, ja, also so. Nicht schwanger werden, mhm. nicht traumatisiert werden, ja. nicht HIV kriegen. So, mhm. Das sind so die. Aber was ist eigentlich, was man tun könnte, damit man lustvoll den Sex erlebt? Was ein Mädchen tun kann, damit sie einen Orgasmus haben kann? Was ein Junge tun kann, damit seine Erektion gut funktioniert? Diese Geschichten werden ja überhaupt nicht gebracht in dem Kontext und sind auch schwierig. Es ist schwierig, es ist nicht so einfach, darüber Informationen zu kriegen. Es gibt natürlich schon, ich finde jetzt sehr gute Angebote. Also einerseits die, zum Beispiel in der Schweiz, ich kenne es halt nur hier, wenn die in die Schulen gehen und unterrichten bei den Teenies, dass die da auch mehr über Lust reden und nicht nur über Schaden. Dann gibt's die Lilly, die Homepage lilly.ch, die ich sehr empfehle, die
sehr viel Information. Da können Jugendliche auch oder auch erwachsene Leute anonym Fragen stellen und kriegen anonym Antworten und sehr, sehr viel Information. Dann kommt die Geschichte mit dem Porno. Und ich finde Pornografie per se auch eine Informationsquelle. Also da lernt man auch. Mhm. Das Problem ist aber, wie wenn man die ganze Zeit Ballerspiele macht oder wenn man irgendwie so einseitig, es ist halt einseitig, wie du gesagt hast, es ist eine einseitige Information, es ist vieles nicht real, was man dort sieht. Und es wird meistens so, die Beziehungsaspekte spielen fast keine Rolle, sondern es geht mir einfach um die genitalisierte Sexualität. Kann man auch was lernen, aber wenn es die einzige Information, die man kriegt, ist, dann ist es einseitig. Also ich habe damals auch so bei Jugendlichen Aufklärungsunterricht gemacht und 8., 7., 8. Klasse war das. Und da, wenn ich mal so in die Runde, ist schon viele Jahre her, gefragt habe, wer glaubt denn, dass das, was da so in den Pornos abläuft, nachher die Performance ist, die ihr liefern müsst? Und da waren erschreckenderweise, haben da fast alle gestreckt. Und dadurch ist auch so ein bisschen ein Respekt oder ein Druck entstanden, dass man sich diesem Thema gar nicht so öffnen möchte. Der ein oder andere, der sagt, das ist mir viel zu viel Action, also das kann ich gar nicht liefern, will ich gar nicht liefern. Ja, also dass da ein hoher Leistungsdruck dann entstehen kann. Ich muss jetzt auch 2 Stunden können und 23 Zentimeter haben und so weiter. Und das ist auch, das sehen wir zum Beispiel auf der Beratungswebseite Lilly, sind das die häufigsten Fragen bei den Jungs, ist mein Penis groß genug? Und solche Geschichten, oder? Also, dass die sich natürlich vergleichen dann, oder dass sie wissen wollen, wie Analverkehr geht, bevor sie überhaupt je Sex hatten. Also, das so Sachen, wo man eigentlich sich sagt, normalerweise, oder früher war das so, das hat man irgendwann mit der Zeit da mal ausprobiert und jetzt kommt so die Vorstellung, ich muss da überall schon Profi drin sein. Oder ich muss eben 2 Stunden können. Und wenn einer nach 10 Minuten einen Samenerguss hat, hat er schon das Gefühl, er hätte einen vorzeitigen Samenerguss und so. Also das da so. Ja, und da gibt es ja sicherlich auch Techniken oder Methoden, um genau diese Dinge vielleicht zu lernen. Ich bin jetzt auch keine Expertin, aber bei den absolut. Männern, dass man sagt, hey, nur weil das jetzt gerade so läuft, ist es jetzt nicht, dass es ein Leben lang so funktionieren muss. Genau. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, was du da gerade gesagt hast, weil ich denke, das ist auch etwas, das ist ein Teil dieses Problems von diesem Mythos, Sex ist natürlich. Dass die Leute das Gefühl haben, entweder kann ich's oder mit mir stimmt was nicht. Mhm. Ich habe das nicht, bei mir geht das nicht. Ich habe so viele Frauen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich glaube, ich habe keine Klitoris. So, oder solche Geschichten, ja, also wo einfach die Vorstellung, wenn ich es nicht kann, sowieso, dann ist mit mir was falsch, dann bin ich falsch gebaut. Also, dass man tatsächlich lernen kann in der Sexualität, dass man lernen kann, seinen Körper anders zu spüren und anders zu benutzen und damit seine Erregung unterstützen kann, dass man auch lernen kann, was kann ich tun, dass ich sie mehr genießen kann, was kann ich tun, dass ich mehr in Kontakt mit meinem Gegenüber kommen kann, dass ich wirklich in eine intime Begegnung kommen kann, dass das alles Lernschritte sind, dass das alles relativ, ich finde, gar nicht so schwierig ist zu lernen, aber es wird uns eben nirgendwo gezeigt und nirgendwo beigebracht. Und das ist auch etwas von dem Häufigsten, was ich von den Leuten höre, wenn die zu mir in die Therapie kommen, dass sie sagen, dass mir das niemand früher gesagt hat. So, weil es ist gar nicht so eine Hexerei. Aber dann kommen die Leute gar nicht auf die Idee, sie könnten in Therapie gehen, weil sie gar nicht die Vorstellung haben, dass sie was ändern könnten. Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach dieses, erstens mal werden ja, ich sag mal, Frauen auch nicht so wirklich aufgeklärt. Das kommt ja dann irgendwann mal später so in Gesprächen, innerer, äußerer Orgasmus oder auch viele Männer, die sich einfach auch gar nicht auskennen bei der Frau, die dann irgendwie wild irgendwas machen, wo man denkt, gibt's denn nicht mal eine Anleitung? Also ich glaube, man kann sagen, es gibt ja so ein paar witzige Kinofilme, wo du dann so diese Szenen bildlich dargestellt bekommst. Du denkst, ja, es gibt wirklich Situationen, wo du denkst, da muss es doch mal Hilfe geben. Ja, also es ist sicher so, dass sich beide, sowohl Männer als auch Frauen, recht schlecht mit dem anderen Geschlecht auskennen, weil die haben keine Ahnung, wie sich das eigentlich anfühlt. Und was die Leute beim Sex, also jetzt die Heterosexuellen beim Sex oft machen, ist, dass sie halt das mit dem anderen machen, was sie selber gern haben. Ja, sprich der Mann, der greift der Frau immer sofort zwischen die Beine. Und die Frau, die streichelt ihn gern hinterm Ohr.
Oder? Okay. Und dann kommt so, dann kommt mir Bernhard Ludwig in den Sinn, das ist so ein Komödiant aus Österreich, der gesagt hat, irgendwann, die streichelt ihn und streichelt ihn, die findet den ja nie. Also, dass man so, ja. dass man in dem Sinne absolut, dass das Wissen eigentlich fehlt, was ist jetzt für den anderen interessant und dass die Frauen oft lieber erstmal so ein bisschen über die Peripherie und über die Emotionen in Richtung Geschlecht gehen und dass die Männer, die möchten gerne wissen, dass ihre Erektion funktioniert. Und darum brauchen die sehr früh im Ablauf, dass die Frau sich mal ein bisschen um den Penis auch kümmert. Mhm. So, und das sind Informationen, die, damit kann man schon viel Leiden lindern, nur schon mit sowas. Ja, auch vielleicht die Kommunikationsthematik, ja, dass man auch mal ganz klar sagt, was gefällt mir, welche, keine Ahnung, Geschwindigkeit, Formen, wie auch immer, da habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass man so manche dann wirklich gegenüberliegen und verstummen und denken, ja. Herrgott, vielleicht schafft das irgendwann ja. mal noch. Ja. Ja. Und das hat verschiedene Gründe. Das hat einerseits den Grund, dass wir überhaupt keine Übung darin haben, über Sex zu reden. Das hast du ja am Anfang auch gesagt. Also es ist überhaupt Worte zu finden dafür. Das hat auch mit diesem Schamthema zu tun. Ich will, dass der das und das mit mir macht. Aber was ist, wenn der das total daneben findet? Hä? Das willst du, oder? Also die Angst, dass man irgendwas wollen könnte, was der andere nicht will. Dann kommt ein Leistungsdruck mit rein. Wenn ich dem sage, wie er mich stimulieren soll, dann habe ich ja nachher eine Bringschuld, oder? Dann macht er das und dann muss ich ja nachher funktionieren. Dann muss es ja nachher gehen bei mir. Und wenn es dann trotzdem nicht geht, dann wird es ganz schwierig. Also das kommt auch mit rein. Und in der Sexualtherapie arbeiten wir einerseits daran, wie kann ich meine Wünsche vermitteln? Natürlich auch, auf welche Art mache ich das? Sage ich einfach, nein, das tut weh. Das ist eine ungünstige Art der Wunschvermittlung. Da wird der andere gekränkt. Also das ist auch eine Angst. Ich könnte, wenn ich ihm sage, wie er es machen muss, dann ist er beleidigt, weil er denkt, er hat es nicht richtig gemacht oder sie. Und die andere Sache ist die, kann ich es mir auch einfach holen? Also kann ich durch die Art, wie ich mich bewege, also weil wenn ich mich einfach hinlege und hoffe, dass er den richtigen Knopf trifft, dann und er hat kein GPS, wie soll das gehen? Ja? Aber wenn ich anfange, meinen Körper in Bewegung zu setzen, dann kann ich, habe ich schon viel mehr Möglichkeiten, mir selber ein bisschen das zu holen, was für mich eigentlich angenehm ist. Also das ist auch ein wichtiger Teil von der Therapie, ist nicht nur dem anderen die Verantwortung zu geben für meine Erregung, sondern dass ich die eigentlich selber übernehmen kann. Und dann kann ich auch dafür sorgen, dass das für mich besser funktioniert. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn du ja sagst, auch diese ganze Selbstbefriedigungsthematik ist so ein bisschen auch ein Tabuthema. Aber ist es nicht der Schlüssel über eine gewisse Art von Selbsterkenntnis, dass ich darüber überhaupt weiß, was mein Körper möchte? Absolut. Absolut. Also die Selbstbefriedigung ist ja das ist eigentlich, ich nenne es auch gerne Autoerotik, also mit sich selber erotisch sein. Und es ist ja eine Möglichkeit, sich selbst als erotisches Wesen zu zelebrieren auch. Mhm. Ja, da kann man alles, da muss man nicht Rücksicht auf irgendjemand anderen nehmen, kann man auch alles ausprobieren. Und interessanterweise ist es aber so, dass sehr viele Menschen gar nicht unbedingt sehr experimentell sind da. Die haben irgendwas entdeckt, vielleicht schon als Vorschulkind oder dann im Teenageralter, die meisten so in der Pubertät oder so. Und dann bleiben sie bei dem. Und dann bleiben sie und bei dieser Art von Stimulationsmuster. Und das ist ein Muster, was alleine super gut funktioniert. Also die meisten Leute haben keine Probleme mit der Selbstbefriedigung. Es gibt Ausnahmen, da sprechen wir dann später noch drüber. Aber das heißt, das funktioniert gut. Sie können sich erregen, sie können ihren Orgasmus haben. Aber wenn Sie es dann auf die Paarsexualität übertragen wollen, dann merkt man plötzlich, diese Art der Stimulation kriegt man gar nicht wieder in der Paarsexualität. Mhm. Also Beispiel, ein Mann, der sich mit schnellem Rubbeln stimuliert, sehr häufig Wix-Modus, wenn man so will, oder? Mhm. Dieses Tempo kriegt er bei einer Penetration gar nicht hin. Also als 20-Jähriger, wenn er wie ein Kaninchen, das vielleicht noch so, aber mit 40 ist das nicht mehr zu machen, oder? Und dann plötzlich kriegt er ein Problem, weil er sagt, ich kriege nicht die gleiche Stimulation, ich fange an, Erektionsprobleme zu kriegen. Ja? Oder eine Frau, die sich ganz strikt nur an der Klitoris stimuliert und die möchte nachher beim Geschlechtsverkehr Erregung erleben, aber die Vagina ist so meilenweit entfernt von dieser Klitoris, was der Herrgott sich da überlegt hat, das wissen wir auch nicht. Ja? Aber das ist ja praktisch, das ist ja gar nicht machbar dann, außer sie kann sich selber noch manuell stimulieren oder so. Also das heißt, da gibt es Erregungsmuster und es gibt noch viel
einschränkendere Erregungsmuster, wenn man so will, ja, die sehr präzise sind. Es muss genau 3 Millimeter links von der Klitoris sein und genau mit dem Druck und mit dem Tempo. Oder ein Mann, der nur sich erregen kann, indem er den Penis nach unten zwischen die Beine klemmt, wie will der Sex machen? Das wird dann schon sehr schnell sehr schwierig, oder? Also das heißt, viele Erregungsmuster sind nur suboptimal übertragbar auf den Paarsex. Und das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Leute nachher sexuelle Funktionsstörungen haben. Könnte ich mit so einer Therapie oder mit einer Unterstützung mich auch anderen Orgasmen-Methoden öffnen, dass ich sage, okay, ich möchte das Spektrum erweitern und auf mehreren Ebenen kommen können? Also das ist eigentlich eine der wichtigsten Dinge, die wir in der Therapie tun. Also man kann eigentlich sagen, der menschliche Körper hat ein enormes Potenzial. Mhm. Der kann enorm viel erleben. Und die meisten von uns nützen nur ein kleines Register davon, eben weil wir das nicht gelernt haben. Ja, also weil uns das niemand beigebracht hat, dann ist es ein kleines Register. Wir können das aber ausweiten. Es ist wie wenn man Klavier spielt und man spielt immer nur zwischen C und G, da in der Mitte alle meine Entchen. So, und dann kann man aber auch lernen, mehr von der Klaviatur zu nutzen. Das fände ich jetzt mal spannend, wenn man jetzt wirklich sagt, als Paar oder auch als Single, ich möchte da die Tastenquote erhöhen. Wie sieht das aus? Weil ich denke, für viele ist es noch eine Hürde. Ich wusste ja auch nicht oder weiß auch nicht, wie du arbeitest. Wenn ich da jetzt einfach vorbeikomme und sage, ich hätte gerne einen Termin, was passiert da? Ich glaube, da ist für viele auch dieses, dass man überhaupt gar nicht weiß, wie sieht denn so eine Sexualtherapie überhaupt aus? Muss ich mich da jetzt ausziehen oder irgendwas üben oder wie auch immer, ja? Nee. Also ich denke, da steckt noch so ein bisschen. So weder ausziehen noch auf die Couch legen. Also wir arbeiten ja im Rahmen von dem, was gesetzlich in den Therapien zugelassen ist. Das heißt, es gibt auch keine genitalen Berührungen oder so Sachen. Und dann geht's erstmal darum, dass ich wissen möchte, was du denn erreichen willst. Also ob jetzt bessere Orgasmen oder mehr Lust oder weniger Schmerzen oder irgendein Thema. Und dann gucken wir genau, was du schon kannst. Weil alle Menschen können schon was. Mhm. Oder? Also man hat mehr oder weniger eben schon selber Sachen entdeckt. Und das ist ja die große Ressource, die die Leute auch schon mitbringen. Irgendetwas, was schon funktioniert. Und dann gucken wir, wie können wir das langsam erweitern, in kleinen Schritten. Man kann nicht einfach radikal alles anders machen, das funktioniert nicht. Weil diese Erregungsmuster, die sind sehr eingeschliffen im Hirn. Also wenn ich 3 Millimeter links von der Klitoris will, dann ist das wirklich, das ist verschaltet und der Rest nicht. Wenn ich 3 Millimeter rechts mache, spüre ich erstmal nichts. Es braucht Übung. Und da kommt dieser Übungsteil rein. Also, dass wir dann drüber sprechen, was wären interessante oder geeignete Übungen, um dieses Potenzial weiter auszuloten. Einerseits in der Berührung, also mehr zu berühren, größere Areale mit einzubeziehen. Und andererseits sehr oft sind die Leute auch von der Bewegung her eher eingeschränkt in der Selbstbefriedigung. Die meisten Leute bewegen nur ihre Hand. Oder nicht mal, wenn sie einen Vibrator oder irgendwas benutzen, oder? Also das heißt, der Körper ist meistens still. In der Paarsexualität ein stiller Körper nicht so günstig. Ja, und wenn der Körper, also das heißt, es geht auch darum zu gucken, wie können wir den Körper in Bewegung setzen, das Becken anfangen zu bewegen mit der Atmung, dass wir mehr spüren können, dass wir die Durchblutung im Geschlecht verbessern können, dann ist nämlich die Erregung auch einfacher zu kriegen. Dann fühlt es sich lustvoller an, es wird größer. Ich kann es mehr mit Emotionen verbinden. Also wir arbeiten über den Körper auf verschiedenen Ebenen, auch auf der emotionalen Ebene und auch letztendlich auf der Gedankenebene. Ich denke, da müssen wir noch ein paar Sendungen drüber machen. Jetzt fallen mir gerade so viele Fragen ein, auch nochmal, dass Frauen und Männer ja auch komplett anders zum Orgasmus kommen, ja, oder? Der Mann nimmt, glaube ich, seinen Körper sehr gut wahr. Also das ist ein Irrtum. Das ist nicht so im Kopf. Ja, ich glaube, wir Frauen sind da so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Okay. Ich glaube, das ist wirklich sehr sauber verteilt unter den Geschlechtern. Ja, sehr gut. Siehst, also müssen wir doch noch Sendungen machen. Ja. Liebe Caroline, vielen Dank, dass du da warst. Super spannend. Bin gespannt, was noch alles kommt, wenn du das nächste Mal da bist. Wenn die Leute jetzt sagen, das ist schon ein Thema, da will ich jetzt mal mutig mich auch mit auseinandersetzen. Gibt es da Möglichkeiten, sich da irgendwo zu informieren?
Also es gibt eben, wie gesagt, die Lilly-Homepage, lilly.ch, die empfehle ich, das ist wirklich allgemeine Information, das finde ich super. Und dann unsere, also die vom Zürcher Institut, wo ich herkomme, vom CIS, ziss.ch, die hat auch viel Infomaterial. Da gibt es auch ganze Buchkapitel über einzelne Geschichten drauf. Super. Vielen Dank, dass du da warst und bis hoffentlich bald. Herzlichen Dank. Ja. Liebe Zuschauer, ja, super spannendes Thema, was uns hier und da immer wieder begleitet im Leben. Und ich hoffe, Sie konnten auch einiges für sich nochmal mitnehmen. Und freue mich natürlich, dass wir so wundervolle Gäste haben, die uns ein unglaubliches Spektrum an Wissen vermitteln. Vielen Dank, bis bald und tschüss.